meisten von Ihnen kennen, Dr. Carsten Zwerg, Politologe, Autor, Publizist, Journalist, in Berlin lebend, seit 2005 Leiter der Forschungsgruppe FOWID, Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland, hat sich insbesondere auch einen Namen gemacht als seriöser Kenner der Kirchenfinanzierung. 2010 sein Buch Violett Buch Kirchenfinanzen, wie der Staat die Kirchen finanziert. 2012 Gottes Werk und unser Beitrag über die Kirchenfinanzierung in Österreich. Und ganz aktuell aus dem letzten Jahr 2015 Kirchenrepublik Deutschland. Er wird uns vorstellen, brandneu, wir hören das zum ersten Mal jetzt heute, brandneue Ergebnisse einer ganz aktuellen Umfrage zu Konfessionsfreien in Berlin. Konfessionsfreien in Berlin, Einstellungen, Lebensweise, Bedürfnisse. Begrüßen wir zusammen Dr. Carsten Zwerg. Sehr geehrte Damen und Herren, säkulare Organisationen tragen Sie mit herein, habe ich ja gerade gesehen. Er ist der Beauftragte für Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften in der Senatskanzlei für kulturelle Angelegenheiten des Regierenden Bürgermeisters. In diesen Gesprächen entstand die Idee, die Frage nach den Konfessionslosen mit einer ersten spezifischen Berlin-Studie, die sich auf Berlin konzentriert, zu versuchen zu verbinden und die Ergebnisse im Rahmen einer Tagung im Roten Rathaus vorzustellen. Da sind wir. Mehrere säkulare Organisationen brachten die dafür notwendigen Finanzen zusammen. Wir sind der Humanistische Weltverband Deutschlands, Landesverband Berlin-Brandenburg, die Humanismus-Stiftung, die Giordano Bruno-Stiftung für ihre Forschungsgruppe Weltanschauung in Deutschland sowie Herr Thomas Heinrichs. In Abstimmung mit Imlit, bitte gucken, ob die Fernbedienung funktioniert. In Abstimmung mit Imlit gingen 6 Fragen ins Feld. Das erste die Frage nach der Religionsgemeinschaft. Die zweite eine Frage, ob man sich benachteiligt fühlt. Die dritte eine Lebensauffassung. Ich führe es jetzt immer kurz im ersten Durchgang durch, dass ungefähr sehen, welche Themen wir behandeln werden. Und in den zweiten 4 bis 6 die Fragen, wie die Vertretung religiöser Interessen politisch erfolgt, ob nicht religiöse Organisationen und Verbände unterstützt werden. Und die letzte Frage, es gibt 60% konfessionsfreie Menschen, ob die in den Medien, in der Politik angemessen berücksichtigt werden. Die ersten 3 Fragen sind sozusagen eine Art Binnenschau, während die zweiten Frage 4 bis 6 irgendwie mehr das gesellschaftliche Umfeld in den Blick nehmen. Aus den Ergebnissen lässt sich eine ganze Reihe von Beschreibungen hinsichtlich der weltanschaulichen Orientierung geben. Da die Daten uns nicht zur Verfügung stehen, waren weitere analytische Zugänge nicht. Wir bleiben also auf der beschreibenden Ebene, aber da lässt sich schon einiges feststellen. Als Ergänzung für Vergleiche und Veränderungen werde ich noch gelegentlich aus der ersten HVD-Exzellenzstudie 2004 vom IFD in Allensbach, zweitens aus der nationalen Forscherumfrage 2007 zu Lebensauffassungen und drittens aus der HVD-Exzellenzstudie 2014 von Emnet zitieren. Religionsgemeinschaften. Von Emnet sieht die Berliner Situation folgendermaßen aus. Es sind 61% Konfessionslose, 21% evangelische Landeskirchen und Freikirchen, 9% Katholiken, 2% Mitglieder einer anderen christlichen Religionsgemeinschaft, 5% Mitglieder einer nicht-christlichen Religionsgemeinschaft und 2% machten keine Angaben. Das sind Größenordnungen, wie sie zum Beispiel aus anderen Großstädten Deutschlands in Hamburg, meine westdeutsche Großstadt, bekannt sind. Rund 60% konfessionsfreie Mehrheit und 30% plus Christen und noch 10% weiteres. Das Interessante an Berlin ist, dass seit 2003 die Verteilungen einigermaßen stabil geblieben sind. Denn das waren die Verteilungen in 2003. Sie sehen, es ist vergleichsweise die gleiche Größenordnung. Das Einzige, was sich geändert hat, sind die Konfessionsfreien sind um 2 Prozentpunkte stärker geworden und die Evangelischen um 2 Prozentpunkte zurückgegangen. Dann ein kurzer Blick zurück in die Vergangenheit. Der größte Rückgang, das sind hier die evangelischen Kirchenmitglieder in Deutschland aufgrund der Volkszählungen in den westlichen Bundesländern. Und da in der Mitte finden Sie Berlin. Und das sind die Zahlen von 1950, 61, 1970, 87 und 2003. Und Sie sehen, dass in den ersten Jahren es relativ ruhig gewesen war. Das sind die unteren 3 Balken jeweils. Dann im Grunde 87 kommt der erste große Veränderung
evangelischen Kirchenmitglieder sind in Berlin, und das ist dann Berlin-West, nicht mehr die Mehrheit. Und dann in 2003 tendieren sie gegen die 20%-Marke. Das hat seinen Hintergrund nicht in der Wiedervereinigung, sondern schauen wir uns mal 87 an. Achso, das sind jetzt die Zahlen. Da sehen Sie den kontinuierlichen Rückgang seit den 70er Jahren. Und das sehen Sie hier von Berlin-West, das sind die Zahlen von den anderen Religionszugehörigkeiten und Konfessionslosen. Da verbergen sich natürlich auch die Muslime drin, die in den 70er Jahren auch in Berlin zugewandert sind. Aber es zeigt sich deutlich, dieser große Sprung, den Berlin macht von 87 auf 2003, und das sind hier auch die Zahlen von 15, da geht es wieder zurück, auf 17, 87 sind es 39% und in 2003 sind es 69%. Und das ist eher wirklich der Einfluss der Kirchenaustrittswelle in den 70er Jahren, dass die Konfessionslosen auch in West-Berlin so stark zugenommen haben. Hinsichtlich der 9% Katholiken in der Umfrage sind es konkret 93 Befragte, was die weiteren Merkmalsverteilungen dieser Gruppe enge Grenzen der Differenzierung ist. Schauen wir uns noch einzelne Merkmale an. Das ist die Unterschiedlichkeit in der Frage Ost-West, weil es gibt also einige Vorstellungen, der Osten ist so, der Westen ist so, wenn man in West-Berlin, Ost-Berlin, auch wenn es schon inzwischen mal eine Generation vergangen ist, sich anschaut, dann sieht man das insgesamt gesehen, das Verhältnis 59 zu 41 ist. Römisch-katholisch sieht es schon ganz anders aus, da ist das Verhältnis westliche Gebiete 72, östliche 38. Und aber den evangelischen sieht es so aus, dass im Westteil erheblich mehr Kirchenmitglieder leben als im ostlichen Teil. Und nur bei den Konfessionsfreien oder Rosen sehen Sie, ist das Verhältnis einigermaßen ausgeglichen. Andererseits wäre aber die Darstellung, dass die Konfessionsfreien eher im Osten Berlins leben, nicht richtig, denn ihr Anteil ist dort zwar relativ größer als in den Westbezirken, da aber die Westbezirke rund 60% der Bevölkerung Berlins darstellen, leben von der Gesamtzahl der Berliner Konfessionsfreien auch mehr in den Westbezirken als im Osten, 57 zu 43. Insofern ist die Ost-West-Verteilung eben bei den Konfessionsfreien weniger ausgeprägt als bei den Kirchenmitgliedern. Gucken wir uns das nächste an, beginnt das Verhältnis Männer und Frauen. Denn insgesamt haben wir ein Verhältnis von 48% Männer, 52% Frauen. Bei den römisch-katholischen Kirchenmitgliedern ist es extrem unterschiedlich, 32 Männer zu 68 Frauen. Bei den evangelischen ist es in ähnlichen Größenordnungen, 39 zu 61, und nur die Konfessionsfreien sind dort eigentlich ausgeglichener, obwohl es mehr Männer als Frauen sind. Aber man sieht, dass die Unterschiede bei den Konfessionsfreien weniger ausgeprägt sind als bei den religiösen. Jetzt gucken wir uns mal die Altersgruppen an, und da sieht man wirklich sehr, sehr klar, dass es zwei Unterschiede gibt, die Katholiken und die Konfessionslosen haben eine gewisse Ähnlichkeit zueinander im Altersaufbau. Aber es unterscheiden sich sehr deutlich die evangelischen Kirchenmitglieder, die also geringe Anteile unter den Jungen haben, das heißt die Jugend bricht weg, und einen sehr, sehr hohen Anteil an Älteren, über 60. Also Stichwort, das ist die Illustration, was es heißt, Überalterung, speziell in der evangelischen Kirche in Berlin. Dann haben wir nochmal die Schulbildung, und da sehen wir auch einen Unterschied. Auch einen Unterschied. Wir haben insgesamt, sehen Sie, dass die römisch-katholisch und auch die Konfessionslosen ähnlich sich verteilen wie insgesamt. Und nur die evangelischen abweichen, indem sie sehr stark eben Mitglieder haben, die einen Hauptschulabschluss haben. Und wenn man das noch weiter etwas vertiefen will, könnte man sagen, die größte Gruppe innerhalb der evangelischen Kirchenmitglieder sind Ältere, vermutlich Rentner, Frauen mit einer schlechten Schulung. Mit dann auch, wie sie zeigt, in der Einkommensverteilung Renten unter 1200 Euro. Das ist der Unterschied zwischen denen. So, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Die Frage ging nur an Konfessionslose. Haben Sie sich schon einmal benachteiligt gefühlt, weil Sie keiner Religionsgemeinschaft angehören? Die Frage ist ohne zeitliche Begrenzung gestellt, und es geht dabei nicht um strukturelle oder formale Benachteiligungen, wie zu einer Kirchenmitgliedschaft als Voraussetzung einer Bewerbung bei Caritas und Diakonie,
sondern um die subjektive Empfindung einer Benachteiligung als Konfession zu machen. 5% der Befragten geben an, sie seien einmal benachteiligt worden, sich so gefühlt, das sind 30 Personen. Und diese geringe Zahl lässt keine belastbaren Differenzierungen zu, aber immerhin leben 23 von diesen 30 in den westlichen Stadtbezirken, 15 sind in der jüngsten Altersgruppe der 16- bis 14- bis 29-Jährigen und 24 haben ein Abitur oder sind Akademiker. Also da lässt sich eine Hypothese formulieren, sehr, sehr vordergründig, aber immerhin. In den Westbezirken Berlins, in denen es mehr kirchliche Einrichtungen als im Osten gibt, empfinden jüngere Konfessionsfreie mit Abitur bzw. Studium eher eine Benachteiligung ihrer Konfessionslosigkeit als in den westlichen Stadtbezirken. Diese Hypothese verweist darauf auf Erfahrungen, die Säkulare in Berlin machten, als sie im Rahmen der Gerdia-Kampagne, das ist eine Kampagne gegen religiöse Diskriminierung am Arbeitsplatz, die in den vorwiegend westlichen Bundesländern also sehr großen Anklang fand, hier in Berlin Infostände aufbauten und erlebten, dass sie von dem Publikum überwiegend als Christen wahrgenommen wurden, die sich darüber beschweren wollten, dass sie als Christen im säkularen Umfeld diskriminiert werden. Von daher kann man sehen, dass in Berlin die Religionslandschaft offensichtlich ein bisschen anders ist als zumindest im westlichen Bundesgebiet. So, jetzt kommt die dritte Frage, und das wird auch der Kern meiner Ausführungen sein. Inwieweit trifft die folgende Lebensauffassung auf Sie persönlich zu? Ich führe ein selbstbestimmtes Leben, das auf ethischen und moralischen Grundüberzeugungen beruht und frei ist von Religion und Glauben an einen Gott. Die Elemente dieser Lebensauffassung benennen die wesentlichsten Prinzipien eines säkularen Humanismus, konkret des humanistischen Verbandes Deutschlands. Geht man davon aus, dass die wesentlichen Facetten am Schluss der Frage stehen, so sind die Befragten, die dieser selbstbestimmten Lebensauffassung zustimmen, die Religionsfreien bzw. die Gottlosen. Die Befragten konnten in vier Varianten antworten. Diese Auffassung trifft voll und ganz zu, sie trifft eher zu, sie trifft eher nicht zu und sie trifft überhaupt nicht zu. Bei der konfessionsfreien Mehrheit in Berlin von 61% der Bevölkerung ist die Erwartung naheliegend, dass die Zustimmung zu den beiden Top-Tunen, und das trifft voll zu und trifft überwiegend zu, auch die Mehrheit haben wird. Überraschend ist jedoch, dass diese Zustimmung mit 74% deutlich höher ausfällt, als es zu erwarten gewesen wäre. Sehen wir die Verteilung, 42% der Befragten sagen, diese Lebensauffassung trifft auf mich voll und ganz zu, 32% sagen, trifft eher zu, 11% trifft eher nicht zu und 12% trifft überhaupt nicht zu. Das heißt, wir müssen uns das mal genauer anschauen und eben mal so freundlich dafür noch eine kleine Sonderauswertung zu machen in der Frage, wie reagieren denn die Mitglieder der verschiedenen Religionsgemeinschaften? Und Sie sehen hier, da sind die 74% in den Top 2. Das ist immerhin 18% der katholischen Kirchenmitglieder, 27% der evangelischen Kirchenmitglieder und 55% Konfessionslose sagen, das trifft auch nicht voll und ganz zu. Zudem sind es trifft eher, also das heißt, man neigt da so hin, obwohl es nur so Kleinigkeiten gibt, die gewiss sind, von den katholischen Kirchenmitgliedern 39%, von den evangelischen 37% und 30% der Konfessionslosen. Sie sehen, dass praktisch in beiden Lagern 55% der Katholiken eher eine säkulare Lebensauffassung vertreten, 64% der evangelischen und 85% der Konfessionslosen. Das fand ich war zumindest für mich überraschend, wir können es auch nochmal anders praktisch so darstellen. Von den katholischen Kirchenmitgliedern sehen Sie die Verteilung auf die vier Gruppen, 57% sind eher positiv, dieser entweder ganz oder trifft eher zu. Evangelische Kirchenmitglieder 64%. Und bei den Konfessionslosen, das ist klar, das sind es 85%. Aber immerhin trifft überhaupt nicht zu. Das heißt, das sind Leute, die noch sehr religiös sind. Das sind immerhin 7% der Konfessionslosen und trifft eher nicht zu. Das sind auch nochmal 6%, das sind 13% der Konfessionslosen, sind nicht sozusagen gottlos oder religionsfrei. Wenn wir das nochmal anders fassen, die Mitte zusammenfassen und sagen, wie sind die Ränder und wie ist die breite Mitte, dann sehen Sie es hier. Katholisch sind 18% atheistisch, gottlos, ich sage jetzt atheistisch als Kurzfassung, 63% eher ja, eher nein, also, und 19% noch. Das heißt, innerhalb der katholischen Kirchenmitglieder sind
es zwei ganz klar gleich große Flügel sozusagen, von gottlos und eben religiös überzeugt, in einer sehr breiten Mitte. Bei den Evangelischen, wie zu erwarten, sind die Gottlosen etwas stärker und die Gottgläubigen etwas geringer. Und bei den Konfessionsfreien sehen Sie, dass die Verteilung auch nicht ganz so eindeutig ist, sondern auch eine relativ große Mitte, aber die Mehrheit trotzdem eindeutig sich als gottlos auch darstellt. Auch in dieser Hinsicht sind die Konfessionslosen wieder die relativ homogenste Gruppe. Wir können es mal anders darstellen, das sind jetzt die Verteilungen um die Basis und dann trifft voll und ganz zu, von denen die das sagen, dann trifft ihr zu, rot ist katholisch, blau ist evangelisch, grün sind die Konfessionslosen und weiß, das war jetzt erinnert, sind die Mitglieder der kleineren Religionsgesellschaften, auch der Muslime, der Evangelikalen, die von Ende nicht berücksichtigt worden waren, weil die Fallzahl zu gering sind, wie sie aber hier mit hineinspielen. Und bei diesem trifft überhaupt nicht, wir werden 27%. Das sind die Gottesgläubigen sozusagen, die dann in dieser Gruppe subsumiert werden müssen. So, gucken wir uns das nochmal national an. Bereits 2004 und 2014 hatte der HVD in Akzeptanzstudien zu dieser Lebensanpassung gefragt. Und es war dann eine etwas größere Formulierung, weil auch der für den HVD wesentliche Unterschied mit den ersten beiden Punkte sind, so wie gefragt. Und der dritte Punkt heißt, andere weltanschauliche und religiöse Lebensauffassungen zu achten und zu respektieren. Das ist später weggelassen worden aus Kürzungsgründen. Also ist diese Formulierung noch weicher, weil sie noch mehr Voraussetzungen benennt. Eine abgebildete Reform, die Zustimmung, die das ist dazu gekommen oder ist dann weggefallen später. Und das ist bei dem 2004. Und da sehen Sie, dass Berlin-West und Berlin-Ost genau zwischen Ost-Deutschland und Westdeutschland sozusagen liegt. Also die Mischung ist da wirklich eindeutig. Die Zustimmung der Top 2, also der überwiegenden Zustimmung oder komplett, liegt 2004 in Gesamtdeutschland bei 49%. Also schon vor 12 Jahren. Davon 46% der Westdeutschen und 60% der Ostdeutschen. Berlin weicht dabei in doppelter Hinsicht ab. Zum einen ist der Anteil der Top 2 in Berlin 57% und mit 58% in den westlichen Stadtteilen höher als in den östlichen Stadtteilen mit 55%. Das kann jetzt nicht weiter vertieft werden, weil auch in dieser nationalen Umfrage war das 111 Befragte in Berlin und das reicht nicht aus, um dort weiter in die Tiefe zu gehen. Aber die Säkularisierung schreibt weiter voran. Wir hatten hier, wie gesagt, in ganz Deutschland 49%. Jetzt kommen wir auf 2007, also eine Vorsorge-Studie. Da sehen Sie schon, dass immerhin 56% für ein selbstbestimmtes Leben frei von Religion oder Glauben an Gott votieren. Wenn wir noch weitergehen, 2014, in der nächsten Image-Studie, dann sehen Sie wirklich, dass die Verteilung ähnlich gewesen sind, nur dass dann der Anteil. 2016 in Berlin sind es dann 74% komplette beziehungsweise überwiegende Zustimmung gegenüber den 57% in der Allensbach-Umfrage von 2004. Also da sehen wir schon, wie dieser Trend auch in Berlin anhält und sich weiter ausbaut. Diese Ergebnisse zeigen ein konstantes Phänomen, dass die formale Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft kein absolutes Indiz für einen persönlichen Glauben an Gott darstellt. Dabei wird zugrunde gelegt, dass die Gottesfrage ein sehr klares Trennungskriterium ist. Das lässt sich zum Beispiel schon 2002 belegen. Für die Algo-Studie 2002 wurde erst gefragt, glauben Sie an Gott? Da haben 60% gesagt, ja, ich glaube an Gott. Und dann wurde nachgefragt, ich möchte noch einmal auf den Glauben an Gott zurückkommen. Welche der folgenden Aussagen kommt Ihren Überzeugungen am nächsten? Es gibt einen persönlichen Gott, es gibt ein höheres Wesen oder eine geistige Macht. Ich weiß nicht richtig, was Sie glauben sollen. Ich glaube nicht, dass es einen persönlichen Gott gibt oder irgendwas. Und da sehen Sie schon, wie die Verteilungen sich groß differenzieren. Wenn man fragt, es sind eben 25% Gottgläubige, ebenso viele 26% bekennen das Gegenteil, gottlos zu sein. Die größte Gruppe stimmt der Auffassung zu, dass es irgendein höheres Wesen, eine geistige Macht gibt. Ich nenne sie Transzendenzgläubige. Und 15% sagen, ich weiß nicht richtig, was ich glauben soll. Und wenn wir uns das mal anschauen,
wie das auf die verschiedenen Religions- oder Konfessionen sich verteilt, dann sehen Sie, dass ähnlich wie wir es bisher schon hatten, von den Leuten, die persönlich an Gott glauben, an den evangelischen Kirchenmitgliedern 23% Gottgläubige, 40% ihres Wesen, 17% wissen nicht, was sie glauben sollen und immerhin 21% sagen, sie glauben nicht an Gott. Bei den Katholiken ist es, wie wir auch schon vorher gesehen haben, etwas weniger ausgeprägt, also der Anteil der Gottlosen ist dort geringer und bei den Konfessionslosen ist er natürlich am höchsten, aber auch die anderen drei Kategorien werden dort belegt. Setzt man diese Verteilungen in eine Übersichtskarte um, so zeigt sich, dass die Angaben einer Kirchenmitgliedschaft bzw. einer Konfessionsfreiheit noch am ehesten bei den Konfessionslosen Rückschlüsse zulässt, aber auch dort nur bedingt. Ich habe diese Verteilung jetzt mal so anders umgesetzt. Und links das Rote, das sind die Leute, die an einen persönlichen Gott glauben und dann in den Gruppen jeweils die Anteile von römisch-katholisch, evangelisch, konfessionsfrei. Dann der blaue Balken, das ist die höhere Macht, das höhere Wesen. Der weiße, die weißen Flächen, die wissen nicht, was sie glauben sollen. Und die grünen Flächen sind die sogenannten Gottlosen. Das heißt, wenn wir diese Darstellung oder Art der Darstellung auf unsere Lebensauffassung, die wir ja hier gefragt haben, umsetzen, dann sehen wir hier auch, dass wir die Katholiken durch eine Gruppe durchgehen, genauso wie bei den Evangelischen und die Konfessionsfreien. Es mag an einer Unkenntnis der Literatur und der Forschungslage liegen, aber mir sind bisher keine Studien bekannt, die diese Aspekte des Unterschieds zwischen formaler Mitgliedschaft und Nichtzugehörigkeit mit inhaltlichen subjektiven Überzeugungen thematisiert hätten. Eine Religionspolitik, die diesen Namen verdient, sollte meines Erachtens über die formalen Mitgliedschaften hinaus die Menschen und ihre Glaubensvorstellungen in den Blick bekommen. So, jetzt kommen wir noch zum zweiten Teil der Frage. Ich wurde auch gebeten, das etwas zügig zu veranstalten. Auch wenn ich sonst alles klar. Also ich wurde auch gebeten, etwas zügiges zu machen, damit wir etwas Zeit haben, darüber zu reden. Also kommen wir jetzt noch auf den zweiten Teil der Fragen 4 bis 6. Für mich liegen die Fragen 4 und 6. Gibt es für die Vertretung nicht religiöser Interessen eine Organisation? Fühlen Sie sich mit solcher Organisation politisch vertreten? Und die Frage 6 lautet: In Berlin gibt es ca. 60% konfessionsfreie Menschen. Haben Sie das Gefühl, dass über diese große Gruppe weltanschaulich anders denken, wer in den Medien und in der Politik hier in Berlin angemessen berichtet wird? Auffallend ist auf den ersten Blick, dass bei diesen beiden Fragen, nur bei diesen beiden Fragen, der Anteil der Befragten, die mit weiß nicht, keine Antwort antworten, von 3% auf 14 oder 16% ansteigt. Das heißt also, da ist der Anteil derjenigen, die sagen, ups, da weiß ich auch nicht, was wir sagen sollen. Hinsichtlich der Frage nach der politischen Vertretung, ob die Menschen sich durch Organisationen politisch vertreten fühlen, antworten 6% der Befragten mit Ja. Das sind 60 Personen. Wozu jede weitere Differenzierung, weil keine Fallzahlen bietet. Insofern ist der Kommunistische Verband als der mit Abstand größte säkulare Verband in Berlin, sich zu fragen, ob er eine politikbezogene Arbeit dafür eine größere Öffentlichkeit erreichen will. Da gibt es noch viel Luft nach oben. Aber es ist auch die Frage, ob man das überhaupt will. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, politisch aktiv zu sein. Jetzt kommen wir uns mal an. Jetzt kommen wir zu der Frage der Berichterstattung in den Medien. Und das erste, sagen 30% finden, ja, das wird in Reichen berichtet in den Medien. Und was man erwarten könnte aus anderen Umfragen, dass es jetzt eine religionsunterschiedliche Sichtweise gibt. Dass die Religiösen sagen, na, da wird so viel darüber berichtet und die anderen sagen, nein, da wird überhaupt nicht darüber berichtet. Was man sagt, aus anderen Umfragen tritt in Berlin gar nicht ein, weil die Verteilungen sind gar nicht so gravierend auseinander. Aber es gibt einen Unterschied und den sehen Sie hier hinten. Und das hat offensichtlich damit zu tun, welche individuelle Mediennutzung auch wirklich gepflegt wird, welche Medien der Befragte liest, nutzt und so weiter. Und wenn wir sehen, dass gerade bei der Schulbildung der einzige wirklich gravierende Unterschied ist, 17% der Hauptschüler sagen ja, 26% der Menschen mit mittlerem Bildungsabschluss und 39% der Abiturienten und Akademiker sagen ja, es wird angemessen berichtet. Also das war so etwas salopp, nicht in der Gruppe davon, in der Bildzeitung werden wir nicht viel finden über Konfessionen.
depressionsfrei und wenn nichts Positives, aber im Tagesspiegel oder in der Berliner Zeitung, da wird schon angemessener berichtet oder sein Wahlkampf. Also da ist noch viel zu tun, um dort was zu erreichen. Jetzt kommen wir auf die fünfte Frage. Nicht religiöse Organisationen und Verbände bieten zum Beispiel mit Kindertagesstätten, Beratungsstellen und lebensbegleitenden Feierangeboten eine breite Palette an kulturellen und sozialen Dienstleistungen an. Könnten Sie sich vorstellen, solche Organisationen als Mitglied durch Spenden oder ehrenamtliche Tätigkeit zu unterstützen? 41% der Berliner erklären, ja, sie könnten sich das vorstellen, nicht religiöse Organisationen in ihren kulturellen oder sozialen Dienstleistungen zu unterstützen. Und dann schauen wir auf diese Verteilung und sehen, ups, bei den Katholiken sind ja die meisten, die das unterstützen würden. Und dann kommen die Evangelischen und dann kommen die Konfessionslosen. Und daran sehen wir, Kirchenmitglieder zeigen eine höhere Bereitschaft, sich gesellschaftlich einzubringen oder einzumischen, könnte man ja auch sagen, auch für nicht religiöse Organisationen aktiv zu werden, wenn es um kulturelle und soziale Dienstleistungen geht. Es gibt auch Differenzierte, wenn es immer um Lebenskunde geht, dass sie die gar nicht mit einverstanden, da sind sie auch nicht bereit, das zu unterstützen und solche Dinge auch Sterbehilfe. Aber in diesen allgemeinen Dingen ist ein hohes Potenzial. Allerdings wissen wir ja mittlerweile, dass unter den Kirchenmitgliedern doch nennenswerte Anteile von säkularen Lebensauffassungen gibt. Wieder dieser Rückgriff, also Religionszugehörigkeit ist nicht unbedingt auch ein Indiz dafür, dass die Leute nicht gottlos denken. Und wenn man das umrechnet, das ist die Unterstützergruppe, die 41 jetzt quergerechnet auf 100%, dann sind eben von diesen 113 Katholiken 24 evangelisch und 63 konfessionslos. Das heißt, es ist ein dominierender Anteil von Konfessionslosen und die auch der Ordnung das Bild definieren. In dieser schon 2004 genannten Akzeptanzstudie für allen Zweck, die sehr umfangreich ist, wurde auch gefragt, in welchem Sinne wirklich die Menschen ansprechbar sind, wo das Potenzial für nicht religiöse Organisationen, sprich damals den HVD, liegt. Und ein Zweck schreibt dazu, in dieser 2004er Studie national, rund 63 Millionen Deutsche sind 16 Jahre alt älter. Wenn Sie sich zu 1,2% an die Mitgliedschaft im HVD vorstellen können, besteht eine Bereitschaft von 760.000 Deutschen, Mitglied zu werden. Den HVD durch Spenden zu unterstützen, könnten Sie 5,4% vorstellen, das wären 3,4 Millionen Deutschen. Und hinter den 10,2%, die den HVD auf andere Weise unterstützen würden, stehen 6,4 Millionen. Zusammengefasst rechnete sich daraus eine Bereitschaft, sich für den HVD zu engagieren, bei rund 10,5 Millionen Deutschen. Allerdings mit der Voraussetzung eines ähnlichen Informationsgrads wie in HVD, wie in unserer Studie, denn hier wurde diese Bereitschaft erst ermittelt, nachdem die Befragten sowohl über die Lebensauffassung als auch über dessen Anzahl an Angebote mehr informiert worden waren. Diese Logik. In der Befragung hat man das erst in HVD vorgestellt und dann wurde gefragt, können Sie sich das vorstellen, so eine Organisation zu unterstützen? Jetzt beendet haben wir gar nicht den Platz oder ich habe ja für das Geld gehabt, die diese Fragen alle zu stellen. Also haben wir da etwas weniger. Oder ob durch die Frage 5 mit der Lebensauffassung des hinreichend geschrieben ist, das ist die Frage. Aber geht man jedoch von den 41% bereitwilligen Unterstützern aus, so sind das bezogen auf die 2,98 Millionen der Bevölkerung Berlins der über 14-Jährigen und 1,2 Millionen Berliner, die ein Potenzial für den humanistischen Verband Berlin-Brandenburg darstellen. Dabei ist es überdurchschnittlich die Jüngeren, die 14- bis 29-Jährigen, 41%, die 30- bis 39-Jährigen, 54% und die Personen mit höheren Bildungsabschlüssen, Abitur und Universität, 51%. 49%, also, das darf jedoch, ich werde mich jetzt nun nicht in die verbandsinternen Diskussionen einmischen des AVDs, ob, wie und wozu und mit welchem Aufwand dieses Potenzial zu aktivieren sein könnte. Das ist eine differenzierte, schwierige Diskussion. Ich sehe es eher als Information für die Parteien und die Politik, dass es in Berlin mehr als 1 Million Bürger als Wahlberechtigte gibt, die für Themen der Selbstbestimmtheit auf ethischen Grundlagen sowie ein Leben ohne Religion und ohne Gott aktivierend ansprechbar sind. Fazit. Auch dieser Befund verdeutlicht, dass die religiöse Landschaft Berlin
Verhaltens anders beschrieben werden müsste als mit formaler Zugehörigkeit. Die Umfrage zeigt, dass sich die Berliner Bevölkerung in ihrer Lebensfassung aus drei Gruppen zusammensetzt: 1,3 Millionen religionsfreie Gottlose, 1,3 Millionen Zweifler in die eine oder in die andere Richtung und 360.000 religiöse Gottglaubende. Und das Schlussfazit, also darüber waren die Zahlen, und das Schlussfazit: Betrachtet man die Berliner Religionspolitik, so findet das dort meines Erachtens bisher keine entsprechend sichtbare